Hoi Leute und herzlich willkommen zu Pokémon! Sausilver oder Seelensilber oder Silber, je nachdem wie man es nennen möchte. Und wir sehen hier ein wunderschönes Lugia. Ich mag Lugia. Ja, dieses LP reiht sich nun nach Pokémon Schwarz in meine Pokémon-Liste ein. Und zwar werde ich mir auch noch unter anderem dieselben Bedingungen wie in Pokémon Schwarz stellen, nämlich ich möchte jedes Pokémon, das mir onscreen begegnet, fangen. Ausnahmslos. Jedes. Und natürlich auch so viele Legendären wie möglich. Gotta catch them all. Zudem werde ich so wenig Trainer wie möglich auslassen. Klingt doch logisch, oder? Ich würde sagen, wir starten unser Abenteuer. Danke, Lugia, für diese wunderschöne Einleitung. Zuerst ein paar Dinge über das Spiel. Berühre ein Thema. Nee, danke. Ich kenne mich schon ein bisschen aus mit Pokémon. Sieht so aus, als wäre bald Sonnenuntergang. Das nennt man dann wohl Zwielicht, oder nicht? Oh, entschuldige die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin ein wunderbarer Pokémon-Professor. Ist das dein erstes Abenteuer? Kein Problem. Ich erzähle dir alles über diese Welt, was du wissen musst. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Meryl. Wir Menschen leben mit den Pokémon, ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein, stärken so das Band, was sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Ich bin wunderbar. Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Jetzt bin ich aber langsam neugierig darauf, wen ich davon mehr habe. Bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Verrätst du es mir? Ich bin... hier. Ich bin... Willst du das wissen? Ja, Moment, kurz. Ja. Ich bin Junge. Hm. Dann bist du also ein Junge? Jo. Kannst du mal deinen Namen? Klaro, wo hatte ich denn meinen Namen? Da ich mich bis jetzt in jedem Pokémon-LP anders genannt habe, im ersten war Nikas, im zweiten war Nim, im dritten nenne ich mich jetzt einfach Benny und dabei bleibe ich auch. Fertig. Du bist also Benny? Jo, ist vollkommen korrekt. Also Benny, bist du startklar? Denn gleich tauchst du ein in dein ganz eigenes Abenteuer. Viel Erfahrung warten auf dich. Schöne, ja, tauch. Große Träume, großes Abenteuer. Hier, in der Welt, der Pokémon. Leg einfach los. Wir sehen uns später wieder. Oh ja, wir befinden uns hier in Soul Silver. Ja. Oh, und somit heiße ich euch im Spiel von Soul Silver willkommen. Ich laufe ein bisschen rum. Und ich starte den PC und überprüfe den Posteingang. Wir haben einen Brief von Myra. Abenteuer, aufgeregt. Ich liebe Pokémon. Okay. Kein Ding. Da steht eine Wii-Konsole. Auch in Johto sind alle ganz verrückt nach dieser Wunderkiste. Und hier steht ein Fernseher. Und hier steht ein Busch. Und da steht ein Bett. Und da ist eine Treppe. Und da ist ein Fenster. Und da ist eine Uhr. Und das... Halalalala. Ich persönlich freue mich sehr auf dieses LP. Wir finden uns quasi in einer doppelten Zone, über die ich mich freue. Nämlich... Wir sind in Johto. Also sind wir auch in Pokémon Silber, meinem Lieblings-Pokémon-Spiel. Mhm. Weil es mein zweites eigenes war und ich habe es genossen, das zu spielen. Es hat richtig viel Spaß gemacht, die ganzen Neuerungen damals. Und wir sind also meine Lieblingsgeneration, nämlich der vierten. Also, lass uns mal in beides reinstarten, indem wir die Treppe runtergehen. Ah, da bist du ja endlich, Benny. Du hast ganz knapp deine Freundin Lyra verpasst. Super, wir sind eben noch hier. Es sah so aus, als würde ich mit ihrem Meryl einen Wettlauf veranstalten. Ach übrigens, Professor Lind hat also nach Pass auf den Weg gesucht. Er meinte aber einen dringenden Bitte an dich. Du kennst doch den Weg, oder? Sein Labor schließt sich direkt nebenan. Pass auf, dass du nichts Wichtiges vergisst, bevor du das Haus verlässt. Ja, packen wir alles, was du so brauchst, in diesen Beutel. Und hier hast du deinen Trainerpass. Den kannst du benutzen, und das kannst du benutzen, um das Spiel zu speichern. Und hier wird auch mal eine große Hilfe sein. Das Optionsmenü. Bist du einfach mal aus. Berühren geht über Studieren. Oder probieren geht über Studieren. Schon, glaube ich, nicht berühren geht über Studieren, aber... Es hat recht. Texttempo 3. Motiv Rahmen 2.
Wunderbar. Ja, ich persönlich habe Soul Silver noch nicht gespielt. Noch nicht wirklich. Dafür habe ich Silver gesucht. Ich freue mich drauf, es zu spielen. Das muss ich will einfach nur das Feeling von Pokémon Silber wieder haben und dann bin ich zufrieden. Wisst ihr Bescheid? Ach, ich will noch in meinen Beutel reingucken. Wie sieht diese aus? Okay. Itemtasche. Für alle möglichen Items, die für den Abenteuer wichtig sind. Die Medizintasche. Der Pokéballtasche. VM, TM, lalalala, Briefe. Ululululululu. Und hier sehen wir wunderschön, wenn wir eine Tasche wechseln, wo sich dieser Bereich befindet. Wunderbar. Ich hier soll ich mich heran. Es ist dunkel. Ja, ich nehme nicht gerade morgens auf, könnte man sagen. Ansonsten wäre es hier hell. Merrill! Das ist wohl Lyra. Was ist denn Merrill? Und davon war doch, von ihr war doch gerade der Rede. Die das Rede. Der guckt ins Labor rein. Ja, ich alte gleich berühmte Lindlabor. Hey, ich stamm mich nicht so an. Ich glaube, das ist mein neuer Gestus. La, 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 la. Ah, da bist du ja, Benny. Ich hab schon auf dich gewartet. Weißt du eigentlich, mit was sich meine Forschung beschäftigt? Pokémon und Pokémon aufzuwarten und sie überall zu anzuhaben, ist heutzutage nicht mehr Besonderes. Aber vor der Erfindung des Pokéballs haben die Leute ihre Pokémon mit sich spazieren geführt. Genau, mein Freund Lyra. Pokémon in Pokébällen mit sich durch die Gegend tragen ist natürlich eine komfortable Sache, aber es lohnt sich, auch ihnen etwas Auslauf zu gönnen. Es ist nämlich gut möglich, dass dies beeinflusst, wie und wann sich deine Pokémon entwickeln. Und genau da kommst du ins Spiel, mein Freund. Ich möchte dir eins meiner Pokémon geben, damit du für mich untersuchen kannst, ob ein besonders panzerschnelles Pokémon entsteht, wenn du es immer mit dir spazieren führst. Dann kannst du also in diesem Pokémon hier aussuchen. Oh, ich habe eine E-Mail. Kurz Moment. Lass sie mal an. Okay, also, hör mir zu. Ich habe einen Bekannten namens Mr. Pokémon. Er ist immer völlig gleich aus dem Häuschen, wenn er meint, einen besonders seltenen Fund gemacht zu haben. Gerade eben hat er mir wieder eine seiner E-Mails geschickt, der mir versichert, dass dieses Mal wirklich etwas Besonderes gefunden hat, zu haben scheint, tun werden. Höchstwahrscheinlich handelt es sich diesmal wieder um ein Pokémon Ei. Aber mein Assistent und ich haben leider gerade alle Hände voll zu tun. Was mache ich jetzt nur? Ich hab's. Du könntest der Sache doch nachgehen, oder? Was sagst du? Los, du darfst auch eins meiner Pokémon hier aussuchen. Okay. Berühre die Bälle, um nachzusehen, welches Pokémon das drin steckt. Wir sehen das hier. Wir sehen hier. Wackel, 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 wackel. Im ersten Pokéball ist Endivier. Im zweiten ist Kanimani. Endivier ist Pflanze, Kanimani ist Wasser. Ich will aber Feuerriegel. Das Feuer-Pokémon. Ist eine persönliche Präferenz. Willst du Feuerriegel das Feuer-Pokémon? Ja! Ich erhalte mein Feuerriegel. Ich bin glücklich. Ich möchte Feuerriegel keinen Spitznamen geben, danke. Na, sagst du, mit einem Pokémon spazieren zu gehen, ist doch sehr entspannende Sache, oder? Genieß das Gefühl auf dem Weg zum Haus von Mr. Pokémon, ne? Wenn der Pokémon verletzt ist, mit Hilfe dieser Maschine kannst du es wieder heilen. Das ist ganz leicht, dafür musst du nur den PC auf meinem Schreibtisch untersuchen. Jedes Mal, wenn Mr. Pokémon auf Reisen geht, kommt er mit irgendeinem seltenen Fund im Gepäck zurück. Und mit einem kleinen Stückchen nördlich von Resselia City, also, den Dank schon mal, Benny. Ja, als kleine Losung für deine Dienste. Tränke! Wenn es jetzt etwas brennendes wird, solltest du mit deinem Pokémon ohne zu zögern einen Trank geben. Zu Beginn sind nämlich alle Pokémon noch leicht zu verletzen. Benny! Das Pokémon, das du bekommen hast, ist Feuerriegel, stimmt's? Ach, was ein echt tolles Pokémon. Wenn du so spazieren führst, wird es immer zutraulicher werden. Vergiss nicht, dich manchmal umzudrehen und mit ihm zu reden. Oh, warum stellst du dich auch mal deiner Mutter vor? Also, dann sieht sich. Ciao! Auf Wiedersehen. Feuerriegel regt sich genüsslich der Prise entgegen. Apropos Feuerriegel. Checken wir mal. Bericht. Feuerriegel. Hat mich als Originaltrainer. Braucht nicht mehr viel zum Level up. Contact und Silberblick. Anzahl der Bänder hat es natürlich noch keine. Und das sind die anderen Werte. Es ist ernst und impulsiv. Ist toll für ein Feuer-Pokémon. Ein impulsives. Also, es klingt gut.
So ein Spezialangriff und Angriff. Wow, gefällt mir immer. So viel zu Feuerriegel. Ich mag mein Feuerriegel. Hi. Das ist aber ein niedliches Pokémon-Schlepptau, Benny. Was hat dir das Professor Lind geschenkt? Was soll der eigentlich von dir? Es hört sich nach Arbeit an, aber manchmal ist es gut von Leuten, um einen Gefallen gebeten zu werden. Ach, ich hätte es vergessen. Der Pokémon ist meine Reparatur zurück. Hier hast du ihn. Übrigens, Original-Silber fällt mir gerade auf, kommt man rechts die Treppe runter, nicht links. Der Pokécom ist ein kleiner, tragbarer Computer. Und immerhin kannst du das im Gegensatz zum Pokécatch auch gescheit aussprechen. Wenn aus dem ein ordentlicher Trainer werden soll, kommst du auch nicht um dieses so ein Gerät herum. Übrigens, mit dem Pokécom kannst du auch Telefongespräche führen. Weißt du, wie das funktioniert? Ja. Es ist leicht, nicht wahr? Du musst nur den Pokécom anwerfen und das Telefonsymbol auswählen. Der Pokécom speichert automatisch den Namen aller Personen ab, die du anrufen kannst. Alles, was du tun musst, ist nur den gewünschten Gesprächspartner. Nur ans Triple zu kommen, ist deinen Namen auszuwählen. Kinderleicht, was, ne? Ist also ein Touchscreen-Handy quasi. Gucken wir uns gleich mal an. Wir können unsere Mami anrufen. Hallo, hallo Benny. Ist Professor mit dir zufrieden? Da brauche ich mir gar keine Sorgen zu machen. Immer ein bisschen eine Kämpfernatur. Tüt! So, wir haben Feuerriegel. Und wir haben einen Pocketch. Oh, dein Pokémon ist bezaubernd. Ich wünsche, ich hätte auch eins. Oh. Tag, Benny. Ich habe Professor Limpa ab. Neue Pokémon gefunden. Naja, gehen wir. Wir müssen Mr. Pokémon finden. Ey, warte mal eben. Mann, beinahe hätte ich es vergessen. Ich wollte dir doch noch meine Telefonnummer mit auf den Weg geben. Ich habe Professor Lins Pokécom Nummer, ne, registriert. Gut, ich rufe dich an, wenn das ist, ne? Kein Ding. Wir gehen jetzt auf Route 29! Juhu! Westlich von Rosalia City. Ich genieße kurz die nostalgische Musik, wenn keiner was dagegen hat. Oh Gott, ein Pokémon-Kampf! Ein Visor! Go, Feuerriegel! Tackle! Jetzt bin ich völlig überschützt in den Kampfbildschirm gegangen und ich wollte es euch doch noch zeigen. Aber ich liebe diese Kampfmusik. Alles klar, wir haben den Kampfscreen von meiner Meinung nach Pokémon Platin übernommen. Wir sind ja in der vierten Generation, also kein Ding. Wir können kämpfen, Tackle, Silberblick. Wir können uns in den Beutel reingucken. KP-Erholung, Bälle, Kampf, Items und Statusheilmittel. Übrigens, Beleber ist ein Statusheilmittel, kein KP-AP-Erholung. Aber wir haben 5 Tränke. Wunderbar. Sonst haben wir nichts. Wir können fliehen, aber das will ich jetzt nicht. Wir können uns Pokémon reingucken. Haben wir Feuerriegel. Aber wir werden kämpfen. Ich will Feuerriegel doch aufleveln. Boah, das ist gut, der gute alte Pokémon Battlescreen. Ganz ehrlich, der von Schwarz ist zwar auch nicht schlecht, aber dieser originale gefällt mir besser. Und zwar ziemlich viel besser. 32 Erfahrung ist ziemlich viel für mein kleines Feuerriegel auf Stufe 5. Freut mich. Und das Feature, was mir super gut gefällt, ist, das ist das erste Pokémon anscheinend. Ich weiß nicht, welches Pokémon es einem hinterherläuft. Hoffentlich das erste im Team. Ich weiß es nicht. Na, wie geht's deinem Pokémon-Team? Das ist schwach, nicht bereit zum Kämpfen, also mach besser noch einen Bogen im Gras. Danke für diese motivierende Rede. Ich danke dir dafür. Wieder durchs Problem ist durchs Hoch rausgekommen, dabei will ich doch mein Pokémon leveln. Ich will eine kurze Pause einlegen, deshalb speichere gerade meinen Spielstand. Oh mein Gott, we just broke the fourth wall. Ich liebe auch diese Laufgeräusche mit Gras. Nostalgie! Aber Pokémon-Kampf! Ein weiteres Visor. Übrigens kann ich. Feuerriegel ist ein männliches Pokémon. Ja, das hat mich nur mal interessiert, ne? Warum habe ich Feuerriegel genommen, könnte ich übrigens auch noch erklären. Ganz einfach, das ist mein Lieblingsfeuerstarter. Punkt. Von allen 5 Feuerstartern, die es gibt, ist Feuerriegel mein Liebster. Stufe 6. Und Rauchwolke.
glaube, Feuerriegel müsste ich mindestens auf Stufe 9 trainieren. Denn ich kann mir keine weiteren Pokémon fangen. Ein Aprikokobaum. Aber ohne Behälter kannst du keine Beeren pflücken. Oh, guck mal. Boing. Und jetzt. Hoi, Feuerriegel. Wir sind schon ein super Team. Ich meine Feuerriegel. Du bist ein langer Trainer, oder? Ach. Moment. Das muss ein bisschen anders gehen. Du bist noch nicht lange Trainer, oder? Volltreffer wusste ich's doch. Aber schon in Ordnung, es ist doch kein Meister vom Himmel gefallen. Keine Sorge, ich bring dir gerne ein paar Tricks bei. Komm, folge mir! Ich will nicht. Ach, tut mir leid, also keine Turbo-Trainer, hab ich recht. Ich werde langsam für dich laufen, wie ich locker. Bitte versuche bitte nicht ganz so weit in den Zug zu fallen. Ich krieg Turbo-Trainer? Cool. Das ist das Pokémon-Center! Wenn deine Pokémon verletzt sind und die abgibst, werden sie umgehend für dich geheilt. Ich kann jetzt schon sagen, dass du hier bald Stammkunde sein wirst. Du kannst mich beim Wort nehmen. Gott geht da ab mit seinen Turbo-Trittern. Hier ist der Pokémon-Supermarkt. Die werden Bälle verkaufen, mit denen du Pokémon fangen kannst. Und auch viele weitere nützliche Items. Ich werde mir aber keinen einzigen Pokéball kaufen. Gut, einen vielleicht. Hier entlang geht's zur Route 30. Du wirst viele Trainer begegnen, die auf der Suche nach Gegnern für ihre besten Pokémon sind. Wenn ein Stück weit läuft, findest du außerdem das Haus von Mr. Pokémon. Ja! Oh Gott. Mach langsam. Das ist das Meer, wie du siehst. Oh, hört ihr das? Das Meeresrauschen. Was ein cooles Detail. Das ist das Meer, wie du siehst. Bestimmte Pokémon halten sich ausschließlich im Wasser auf. Warte, ich kann es mal mitnehmen. Mein Team steht schon in meinem Kopf. Und hier, das ist mein bescheidenes Haus. Vielen Dank dafür, dass du mich hier begleitet hast. Möchte ich mal Turbo-Trainer schenken? Bitte nimm sie gleich am Ball. Keine Angst, das war nur ein Witz. Hier was für ein Ausbau? Turbo-Trainer! Irgendeine ausrüstige Gebrauchsanleitung. Wenn du den Sprint-Knopf auf dem Touchscreen berührst, kannst du dich schneller laufen. Und hier steht noch, du kannst aber auch sprinten, indem du den B-Knopf gedrückt hältst. Probieren wir kurz aus. Aha, so können wir quasi den Turbo-Trainer daueraktiv halten. Aha, das ist geil, den Turbo-Trainer daueraktiv zu haben. No! Es beschnüffelt die Blumen. Feuerriegel ist glücklich, dann bin ich auch glücklich. Glück gehabt, nur ein bisschen später, du wärst weg gewesen. Ich hab noch ein Geschenk für dich, hinnimm! Kartenmodul, danke schön. Wenn du das nächste Touchscreen auf dem Punkt Pokécom aus. Das Kartensymbol kannst du dir eine neue Karte der Region anzeigen lassen, in der du gerade nicht aufhältst. Ja! Ich bin doch dein Retter, oder? Wenn du dein Pokécom immer weiter mit und tun erweiterst, werde ich jedes Mal ein bisschen nützlicher. Also viel Erfolg noch, bye! Weg hier! Das Spiel macht mir Angst. Oh, schön. Trank gefunden. Das ist noch Turbo drin an den Füßen, oder? Wenn du dich gegen das hast, ein ganz schön tolles Gefühl, was? Deine Geräusche. Deine Schritte können dir sehr leicht bei anderen Trainern wilde Pokémon auf den Hals setzen, also vorsichtig. Ja und? Das ist quasi die Erklärung dafür, dass wenn man durch schnelle Gras rennt, öfters wilde Pokémon kommen. Die meisten meiner Besucher wechseln mich immer mit Mr. Pokémon, aber du bist extra für mich hergekommen, oder? Das ist wirklich sehr lieb von dir. Na gut. Also ein paar Aprikokos. Aprikokos-Ball betragen einmal pro Tag Frucht und können deshalb täglich abgeerntet werden. Ich habe sogar einen von meinem Haus. Aprikokos sind eine tolle Sache. Sie fungieren als Grundbaustoff für Pokébälle. Cool. Und lassen sich für jede andere Dinge nutzen. Sie können es sehr natürlich werden. Der Besuch freut mich so sehr, dass ich dir das hier schenken möchte. Dankeschön. Mit dieser Aprikoko-Box kannst du immer reichlich Aprikokos mit herumtragen. So, damit bist du auch ein waschechter Aprikenner. Ist cool, ich nehme gleich ein paar mit, wenn es nichts ausmacht. Ein Aprikokos, grrm. 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 Ich habe ein Gegengift gefunden. Wunderbar. Bist du ein Trainer? Pokémon können Attacken nur so oft einsetzen, wie sie Angriffspunkte besitzen. Ein Pokémon, das keine AP. Wenn ein Pokémon keine AP mehr ist, soll es in Pokémon-Sender gebracht werden. Und die beiden machen hier gerade einen Pokémon-Kampf. Das sieht aus wie ein Ratzfatz gegen einen Taubsi. Okay, los geht's! Ein wildes Taubsi! Muss ich mir auch noch fangen! Alter, nämlich ein Flug-Pokémon von Anfang an besitze. Ich brauche es mindestens für Fliegen!
Und natürlich als Backup-Pokémon, weil Feurigel ist natürlich mit seinem Feuertyp schon allem überlegen, was Taubsi auch überlegen ist. Übrigens, Taubsi macht mir 3 Schaden. Ich glaube, ich werde jetzt mal direkt das Pokémon Center demonstrieren. Auf zum Pokémon Center. Ich will keine Tränke benutzen, nicht wenn ich es kostenlos bekommen kann. Ja, aber Taubsi werde ich mir einfach nur mitnehmen, damit ich einen Taubsi besitze. Oh, das Pokémon Center sieht aber cool aus. Willkommen an Pokémon Center, wir halten deine Pokémon und machen sie wieder fett. Jo, kein Ding. Nimm sie ruhig. Das sah gerade cool aus. Komm bald wieder. Tolle, kann man völlig umsonst so viele Pokémon lagern, wie man nur will. Das sind dann wohl die Wi-Fi-Connections. Das Kommunikationssensor am ersten Stock wurde erst vor kurzem fertig gebaut, aber es fehlt noch der Feinschliff. Der PC steht jedem Trainer kostenvoll zur Verfügung. Das ist auch ein Punkt, was ich jetzt in im Verhältnis zu meinen anderen Pokémon-Spielen ein bisschen anders machen will. Ich möchte mehr mit den Leuten reden. Einfach, was habt ihr zu erzählen? Erzählt mir eure Geschichte. Ich habe tapfer gegen die Trainer auf der Straße gekämpft, aber mein Team hat verloren und sind meine Pokémon völlig außer Kraft. Ich muss sie zum Pokémon Center bringen, und zwar schnell. Ich liebe einfach das Meeresrauschen, vor allem, dass die Musik dafür extra leiser wird. Ich wollte noch in den Pokémon-Supermarkt mir einen Pokéball kaufen, fällt mir gerade ein. Damit ich mir so einen Taubsi fangen kann. Und dann muss ich Feuerregel trainieren. Ja, ihr könnt noch die Kampfmusik genießen. Später laufe ich irgendwann mit dem Schutz rum die ganze Zeit. Oder die halbe Zeit zumindest. Außer ich will mir neue Pokémon fangen. Oder halt, ich möchte in der Region schauen, welche Pokémon es da noch gibt. Weil auswendig weiß ich das natürlich nicht. Feuerregel erreicht Stufe 7. Im Grunde warte ich mal drauf, dass Feuerregel klug lernt. Das passiert, glaube ich, auf Level 9. Wollte ich das jetzt wirklich tun? Ja, aber mit Speed-Taste. Das habt ihr jetzt schon oft genug gesehen. Das muss ich nicht wieder zeigen. Auf ins Pokémon-Supermärkchen. Ihr habt gar keine Pokébälle. Oh. Na dann. Bleib ich bei Feuerriegel. Ba, 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 ba. Und Hornliu. Ich lauf weg. Wisst ihr warum? Hornliu kann vergiften. Ich will mich extra Gegengift kaufen. Aber das Taubsi mache ich fertig. Wie Feurigel sich freut, wenn es in den Kampf kommt. Mich freut's auch. Und Taubsi macht immer noch 3 Schaden. Ich liebe das Rumgetackle am Anfang von Pokémon, das ist immer so spannend. Ah. Hört man auch Wasser plätschern. Das ist ziemlich cool. Also das Spiel hier weist echt mit Spielereien rum. Das ist mir ziemlich gut gefällt. Noch ein Taubsi. Aber wisst ihr was? Ihr müsst jetzt nicht zusehen, wie ich mein Feuerriegel trainiere. Entweder kart es euch raus oder ich mach's mit Turbo. Ein Hornliu. Nein, ich bekämpfe ich immer noch nicht. Wie gesagt, vergiften und so, ne? Yay.
Ein Aprikokosbaum. Ein Aprikokospink. Also sollen wir die Farben sein. Grau, pink und so weiter. Alles klar. Hallo da, du musst Benny sein. Ich bin derjenige, der Professor Lind die vorhin diese E-Mail geschickt hat. Das Projekt, das Professor Lind für mich untersuchen soll, ist ein Rätselei. Was heißt von diesem Ei? Ein Freund aus Teak. City hat es mir anvertraut. In Yoto hast du sowas bestimmt noch nicht gesehen, was? Ich glaube, Professor Lind, können wir vielleicht erklären, was in aller Welt sich damit aufhört? Auf dem Gebiet der Pokémon-Entwicklung ist Professor Lind der Nummer 1. Das sagt selbst der berühmte Professor Eich. Du bist mal besser zu Professor Lind zurück, hab ich recht, ne? Dann solltest du deinen Pokémon aber vorher eine kurze Pause gönnen. Ich hätte ruhig noch trainieren können, nehme ich an. Aha! Du bist also Benny. Mein Name ist Professor Eich und ich bin von Beruf Pokémon-Forscher. Moment, die falsche Stimme. Ich habe gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon besucht. Ich hatte, dass du lediglich etwas für Professor Lind. Also. Ich hatte, du erledigt etwas für Professor Lind, als ob ich gewartet. Was haben wir denn da? Ein ziemlich seltenes Pokémon, das du da spazieren führst. Ich verstehe, das ist Professor Lind bei seinen Forschungen. Ich glaube, ich verstehe, warum er dir dieses Pokémon vertraut hat. Du siehst wie jemand aus, der sich sehr um seine Pokémon kümmert. Ja, ich lasse ihn meistens zum Kampf sterben. In Ordnung! Du scheinst zuverlässig zu sein. Möchtest du bei mir auch mir das helfen? Nimm mal her. Das ist das neueste Modell des Pokédex. Frost automatisch auf die Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Und legt selbstständig Einträge für sie an. Er ist eine Art High-Tech-Lexikon. Ja, ich möchte, dass du das an dich nimmst. Ich halte einen wunderbaren Pokédex. Triff auf viele verschiedene Pokémon und vervollständige diesen Pokédex. Oh, es ist schon wieder so spät. Ich muss nach Cardigan City meine alle Sendungen aufzeichnen. Ich glaube zwar, wir laufen uns ohnehin nochmal irgendwo auf den Weg, aber lass uns zur Sicherheit die Kontaktdaten austauschen, Benny. Ich habe Professor Eichs Nummer. Jetzt rufe ich ihn jeden Tag an und sage, hallo, wunderbar. Dann habe ich das gut gemacht. Das mache ich jetzt jeden Tag. Oh, Lind ruft mich an. Hallo Benny, es ist schrecklich. Soll ich das erklären? Ich weiß es selbst nicht. Jedenfalls, es ist ganz schrecklich. Komm bitte schnell zurück. Hallo, jetzt Bruce Eich am Rad. Oh, Benny. Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Du hast bis 4 Pokémon begegnet und hast ein Pokémon gefangen. Ich suche im hohen Gras nach Pokémon. Allein damit noch Professor Eich mich lobt, werde ich den Pokédex vervollständigen. Ich will ein Wunderbar von ihm hören. So, der Pokédex. Yoto Pokédex. Wir öffnen ihn mal. Feuerriegel, die Feuermaus. Es ist immer gebeugt, wird es angegriffen und überrascht. Schießen Flammen aus seinem Rücken. Es ist die Nummer 4. Hier sehen wir Nummer 4. Nummer 10 ist ein Taubsi. Hier kann man Taubsi überall fangen. Und hier sind die einzelnen Routen, wo man es fangen kann. Wo kann man auch noch wechseln? Ah, ob Tag oder Nacht. Also anscheinend kannst du nachts keine Taubsis fangen. Ich kann ein paar Infos über mein Feuerriegel. Zum Beispiel, wie groß ist es? Das ist mein Feuerriegel. Guck dich mal das an. Blob. Okay. Ich wiege anscheinend 40 Kilo. Ein Feuerriegel? Weniger. Und ich bin größer als Feuerriegel. Und männlicher als Feuerriegel. Aber nicht so heiß wie Feuerriegel, weil es hat ja Flammen auf dem Rücken. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, Feuerriegel. Zeig uns doch mal nochmal deinen Tackle. Auf Stufe 9 landet Kluten, da bin ich zufrieden. Weil erst Step-Attacke und dann kann ich eh durch die ganzen Käfer-Pokémon durchlaufen. Aber ich würde sagen, für den ersten Part reicht es. Ich gehe jetzt offscreen mein Feuerriegel noch ein bisschen hochtrainieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Zwiegenkette, Zwiegenkette.